Ja, fuck. Diese Wichser mit der Vulcan Cannon, die sind einfach scheiß Imber. Hi. Die Energie haben wir reichlich, nur Lebenspunkte werden langsam knapp. Eine kurze Begegnung mit den Typen und sie grillen dich einfach. Gibt es ein Secret? Irgendwas? Nein. Habt ihr was gehört, was nicht von mir kam? Ah, das sind die Türen, die sich wieder schließen. Ja, genau. Wie soll man gegen die Typen ankommen? Der Boss in der Mission davor war ja easy im Vergleich zu... Hoppala! Der drüben ist aufgepasst. Hinter der Wand wirklich, das ist mies. Ja, kleine Wichser-Elendige. Große Wichser-Elendige. Oh, ihr könnt Türen öffnen, ja klar. Ja, genau, einer von denen mit Raketen. Mhm. Bist du jetzt? Thank you.
hätte lieber mal die Plasma Gun, die müsste ich doch eigentlich schon längst haben. Ja, genau. Die werden auch besser, die schießen mehr auf der Hüfte und so. Ja, die habe ich genau gesehen. Hier ist schon der Ausgang, okay. Vielleicht ein dezenter Hinweis, mal diese zu benutzen. Ja, auch für die beiden Raketenputzes vielleicht. Au. Ja, genau. Ich bin schon fast wieder in Stücke geschossen. Ja, die ganzen Laserboosts bringen den Scheiß. Komm! Die habe ich jetzt natürlich noch nicht. Und in dem Raum, in dem die sich befindet, bin ich tot. Schon wieder eine mit Raketen? Nö. Ja, keine verfickte Chance. Was? Du bist rausgekommen? Shit! Ja, killt mich gleich zweimal, wo ihr schon dabei seid. Wäre langweilig sonst.
Da hast du mich gerade zum zweiten Mal zerlegt. Ist doch noch einer. Ja, ich hab dich genau gehört. Also ich werde ungeachtet des Resultates jetzt das Spiel bestimmt neu laden. Und ich habe 2 Leben einfach so verbraten für nichts. Und vielleicht werde ich auch nachher einfach mal zum Ende kommen. Denn um mit Albion weiterfahren zu können, habe ich mir meine Fresse zu fusselig gefaselt. Und Theme-Park läuft nicht, ganz offensichtlich. Obwohl im Testlauf eigentlich alles gut war. Und sonst. Ja, ich könnte auch Earthseed spielen, wenn mich das hier zufrustet, aber noch ein neues Spiel anfangen jetzt, das wäre das 4. Und so lange noch nicht, erst 6 Stunden. Genau. Fiese Falle. Oh, eine von denen. Ja, danke. Habt ihr's? Noch nicht. Ich treffe nicht mal mit den einfachen Raketen, das geht. Ich will gar nicht wissen, was das war, was mich jetzt erwischt hat. Moment, was bist du für eine? Ah! Du bist so ein kleiner Pisser, der mich an die anderen verpfeift, stimmt's? Ich habe jetzt nur noch die Laser der Stufe 1. Hier kommt einer mit Raketen, danke. Aber die habe ich auch. Ich müsste halt meinen ganzen Schrott wieder einsammeln. Oh nein. Nope, 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 nope. Tschüss.
Jetzt habe ich die gute Rakete verschossen. Da ist noch irgendwo ein Monstergenerator. Genau hier, was stellt ihr her? Ah, die angenehmen Kollegen. Okay. Ja, 6 Stunden ist nicht lange. Ich habe auch schon über 10 geschafft. Das Ziel wäre eigentlich, endlich mal die 12-Stunden-Marke zu knacken. Ja, die kommen ja immer wieder, wenn ich jetzt diesen Raum neu betrete. Ja, mit Homing Missions, genau! Die habe ich auch. Blödes Arschloch. Steckt doch noch mehr ein. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich bereits 8 Stunden Stream schon wie ein ganzer Arbeitstag anfühlen. Also, doch, kann man so sagen. Was natürlich nicht schlecht ist. Okay, wir haben den gelben. Nein. Ja, jetzt singen muss man nicht, genau. Die gelbe war... Was erwartet uns in Hintertür Nummer 2? Fuck you! Ah, die blöden Geißeln. Ein wenig Held. Bestimmt auch noch irgendwo ein Secret, aber ich bin jetzt zu faul, gründlich zu suchen. Der muss ja natürlich noch durchkommen, klar. Da labert doch noch was, das sehe ich doch an den schmierigen Pixeln. Wenn die Waffe nicht jedes Mal auf die höhere wechseln würde, wenn ich eine neue aufsammle. That would be geil. Oh.
die Plasmakanone. Vielleicht wieder alles gut. Au. Nein, 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 fuck you. Der bewegt sich auch mal schnell und mal langsam, wie ihm gerade lieb ist. Oh, ich kann dich hier nicht treffen. Wer dann? Und wie? Hä? Okay. Ja, natürlich funktionierst du wieder. Die Plasmakanone ist eine sehr wichtige Kanone. Okay, wo war die rote Tür? Die war in der Nähe des Ausgangs. Moment, dann gehe ich zuerst noch rasch da vorne Energie aufladen. Weil die Plasmakanone geht halt extrem in die Energie. Und der Ausgang war... Ich sehe hier schon die rote Tür. Ein halbes Level weit weg. Nichtsdestotrotz. Ja, ich bin gar nicht so falsch. Nur beinahe. Hier ist der Ausgang und hier... Ah, was kommt hier drin noch Schönes? Zeigt euch. So, und die kommen jetzt näher und die kann ich dann schön mit der hier wegrasieren! Ich muss die Cycles wieder herstellen. Weiß ich. Auch wenn das dann so tut. Da war doch noch was. Schon kleiner. Da ist doch noch irgendwas Fieses irgendwo. Ja, genau. So ein Homing-Tipp.
Fress grünes Plasma, du Spasta! Jetzt noch erledigen. Komm schon! Und wie gesagt, der Reaktor, der erwischt mich aber nicht. Ah, noch 3 Lebenspunkte. Geil. Das wäre jetzt das Dümmste, von den langsamen Schüssen des Reaktors erledigt zu werden. Okay, wenn ich den erlegt habe, muss ich hier lang. Und dann da hinaus. Wo ich bestimmt noch Besuch bekomme unterwegs. Dann ist der Ausgang eigentlich schon ganz nah. Okay, wo sind die versteckten Türen mit den Feinden drin, die aufgehen, sobald der Reaktor zugeht? Da ist doch bestimmt irgendwas. Nun gut. Ruckel doch noch mehr in der Scheiße rum. Uns weiblicher Besuch ist? Na, ich denke nicht in die Lava flutschen. Alter. Ja. Gut, gut, danke schön. Ja. Aber ich denke, das war's für heute.